So. Dann noch mal 5 Kleeblätter. Ahornschätze. Können wir mir auch noch mal eine Rüstung machen demnächst. Ja. So, da behalte ich. Braucht Das es ist irgendwie Sepp. sechs Stück oder Und so, das ist glaube ich, auch ne? Sepp. Kann das sein, dass die immer noch Bock auf unseren Sepp haben? In den Thron? Aber welches Waren die Sepp? da nicht heiß drauf oder war das halt, worauf die Bock hatten? Nee, das war, glaube ich, das Honeydew. Oder Ah. Nektar oder so. Oh wow, läuft schon die seit einer Minute die Aufnahme. Ah, diese scheiß Fliegen, die gehen ihnen auf den Sack. Wo ist sie denn? Hä? Die fliegen ja in der Nase Meine rum. Das ist noch Fresse. sehr schön. Ist ja wohl nicht. Okay. Jetzt hier 3, 2, 1. Hallo zu, wir haben gerade schon überlegt, Folge. Hatte ich jetzt gesagt Folge 8 oder Folge 9? Weiß ich nicht. Wir waren uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Okay, Folge 42. Ja, wir hatten gerade schon mal eine Aufnahme. OBS hat wieder Probleme gemacht, aber das waren glücklicherweise nur 7 Minuten, wo wir zum Beispiel das Thema angesprochen hatten, dass es ein wenig Content leckt hier. Ja. Aber keine Sorge, nicht verzagen. Ende August kommt der erste etwas größere Patch für das Spiel und wir hoffen, dass es dann ein bisschen mehr zu entdecken gibt. Bis dahin. Also ich würde mich ja schon riesig freuen, wenn die Main Quest auf jeden Fall noch ein bisschen Ja. erweitern. Mehr Baupläne würde ich feiern. Und Ja, vielleicht auch noch den ein oder anderen Käfer noch mit reinfügen. Das wobei wäre auch wir nochmal halt eine noch Knarre. nicht, also wir wissen nicht, ob wir schon alles entdeckt haben, ne? Das muss man jetzt auch Ja, mal fairerweise das dazu stimmt, sagen. das stimmt. Der Schredder muss sich einmal neu ausrüsten, weil er hat ja diesen komischen Disconnect am Ende von der letzten Folge und hat dabei alles verloren, was er besessen hat. Yes. Ich würde mich jetzt mal eben kurz darum kümmern, dass das hier, weil hier rennen die Ameisen durch und die kicken einfach unser komplettes Zeug durch die Gegend. Deswegen würde ich mich vielleicht da mal eben drum kümmern. Und Wir brauchen dann, eine Mauer. weiß ich nicht, dann gehen wir ein bisschen erkunden noch, weil es gibt, glaube ich, der Norden ist noch nicht so krass erkundet. Nordwesten ist noch nicht so krass erkundet. Da könnten wir noch mal gucken gehen. So, das mal kurz schauen. Südwesten ist noch eine komplett schwarze Ecke. Keine Ahnung, was da ist. Vielleicht ist da noch irgendwas. Das könnte man sich alles mal angucken gehen. Aber du brauchst erstmal nur Rüstung, ne? Ah, ich bin gerade am Überlegen, was ich mir für eine mache, weil ich brauche zum Beispiel für das Ahornzeug, brauche ich das Mindfass. Das heißt, ich müsste nochmal irgendwelche Mindskill gehen. Müsste ich erstmal rausfinden, wo die das Ah, überhaupt hin ja. sitzt. Na, da kannst du eigentlich dem Kabel von dem kaputten, also dem kaputten Stromkabel folgen. Weißt du? Dann kommst du dahin, wo die spawnen. Da haben die ihre Höhle, glaube ich. Ich werde gerade erstmal schon wieder von zwei Spinnen verfolgt. Ich raste aus. Lasst mich in Ruhe. Was soll ich Also, dazu sagen? diesen Kabel muss ich folgen. Ja, du hast Welchen? einen hier von dem Laser. Weißt du noch, wir Ah. mussten noch am Anfang Ah. einmal. Ja, da gab es ja diese eine Quest. Stimmt. Genau. Und ein Mushroom Garden würde ich tatsächlich, glaube ich, vielleicht auch ganz gerne machen. Ich weiß auch, dass ich letztens irgendeine Stelle gefunden hatte, da war Wasser und da waren super viele von diesen Mites. So, aber erstmal müssen wir uns darum kümmern, dass die Dinger hier. Water Container. Das finde ich halt immer noch mega spannend, aber ich wüsste halt immer noch nicht, wie man das. Das hat mich schon wieder rausgekickt. Ernsthaft jetzt? Ja. So nervig. Ich war unter Wasser und habe mit der Schaufel gegen Lehm geschlagen. Vielleicht ist das ein Bug, wenn du versuchst, was unter Wasser abzubauen. Müsste man jetzt einfach noch mal probieren, wenn ich wieder mein Wer halt. komplettes Inventar lost ist. Wäre halt ein ziemlich dummer Bug, aber könnte ja durchaus sein. Ich bin gerade überlegen, wo ich das Ding hinstelle. Ich denke, ich werde es einfach hier hinstellen, weil wenn wir uns vergrößern, können wir es nach hinten und nach links vergrößern. Das heißt, wir machen da mal einen hin und da mal einen hin. Und dann hätte ich gerne noch davon zwei Stück. So, Piet. Okay, mein Zeug ist noch da. Bin noch nicht tot. So, ich probiere das jetzt gleich nochmal mit dem Clay. Ja, mach das mal. Das würde mich auch interessieren, ob das Oh, vielleicht nö, auch jetzt klappt. geht's.
Ja, dann weiß ich auch nicht, was du da für eine Scheiße baust, Junge. Es ist so. Der Schreder baut wieder Kack. Wenn eh noch Kack baut, dann ich. Ja. Komisch. Okay, was brauche ich? Ich brauche Waffenfiber, Pebblets und 3 Grasschank. Das heißt, ich brauche ganz viele davon. Davon. Und Steinchen. Steinchen da. So, Maidfass war das Ding. Die Aufgabe. Das. Achso, ich. Hast du das kapiert? Es muss irgendwie gehen, dass du auch in diesem, wenn du hier sowas hinbaust, was du dann konstruieren möchtest, dann kannst du trotzdem dieses hier diesen Woven Fiber eigentlich machen, ohne dass du den in deinem Baumenü machen musst. Ich weiß noch nicht wie. E gedrückt halten? Hast du das mal probiert? Also habe ich probiert, geht nicht. Dann weiß ich's. Wow. E gedrückt halten, das war alles. Als ob ja. Ich da noch nicht selber drauf gekommen wäre. Das war meine einzige Idee. E gedrückt halten. Steuerung E. Das hätte sogar fast sein können, aber jetzt kann ich nicht mehr nachgucken. Oh nein, oh nein. Ah, guck mal, jetzt kann ich nachgucken. Nee, Steuerung ist ja bücken bei mir. Au. E auch nicht, was hast du? Wow. Tigerspinnen. Ich komm dir nicht helfen. Na, nicht schlimm. Die sind einfach mal schneller als du selbst. Das ich ist so eklig. Keine Ahnung, wo du liegst und... Ich weiß es auch nicht. Wow! Ich habe einen Mega-Boost-Jump gemacht. Lustige Sachen passieren hier. Vielleicht mache ich mir auch das Set, was mich schneller laufen lässt. Das auch alles, sind aber nur die Schuhe. Da brauchst du kein ganzes Set für. Oh, hier ist noch Maid. Komm her. Ich hau dich jetzt mit meinen Fäusten kaputt. Gar kein Problem, ich brauch dich. Du hast ja grandiose Idee. Klappt. Davon. Ah. Da. Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt. Ich hätte ja schon, also nur damit ihr das mal wisst, der Schreder nervt mich schon wieder seit Tagen damit, dass er gerne wieder Ark spielen würde. Ja. Ich habe aber gar keinen Bock. No. Und ich habe mal geguckt, ich hätte halt, weißt du, wo ich Bock drauf hätte auf was für ein Spiel, aber ich finde kein gutes. Immer noch. Und das schon seit ewig und 3 Tagen. Nein, weiß ich nicht. Auf so ein Walking Dead-mäßiges Spiel. Weißt du? Dead-mäßiges Spiel? Ja, so richtig mit, du hast eigentlich riesige Städte. Ich will nicht immer alles neu aufbauen müssen. So, weißt du, sondern eigentlich so, du hast irgendwie von mir aus eine riesige Stadt, so New York-mäßig oder so, und es ist halt eine Zombie-Apokalypse. Und du musst halt eben gucken, dass du dein Überleben halt gewährleistest, das heißt also in Supermärkte rein, dir da Essen besorgen, klar, vielleicht auch dann die Möglichkeit, sich selber was anzubauen und so. Ja. Aber Part deines Dings ist halt immer wieder so auf Ressourcentouren zu gehen, damit du eben auch diese Zombie-Apokalypse nicht komplett aus dem Spiel nehmen kannst. Aber auch, dass dir andere menschliche NPCs begegnen. Weißt du, sei es jetzt, dass die freundlich sind oder dass die scheiße sind. Sowas, aber sowas gibt's einfach nicht. Auf sowas, das Einzige, was mir da einfallen würde, wäre halt so Fallout-mäßig. Aber ist ja halt Fallout, aber ne? Ja, Fallout. Sorry, aber Fallout war so dermaßen der Reinfall des Jahrtausends, dieses Spiel. Also die können auch, ich glaube, Fallout könnte auch ungefähr noch 700 Patches rausbringen. Ich würde es nie wieder anfassen. Ich glaube, wenn ich ein Video auf YouTube sehen würde, das sagen würde, Fallout ist mittlerweile das beste Spiel der Welt, würde ich immer noch sagen, nee, glaube ich nicht. Will ich auch gar nicht nachgucken. Das war so eine herbe Enttäuschung. Die haben aus
einer so geilen Serie so einen Scheiß gebaut. Ich fand das gar nicht so schlecht, aber es war halt irgendwann war es halt langweilig, weil es dann auch wieder nur noch Grinden war. Das war. Du hast ja gar nicht das Endgame gesehen von dem Spiel, oder? Ich hab einen Abend oder so gezockt und das war mir schon komplett zuwider, weil es einfach nicht Fallout war. Du hast die richtigen Fallout-Teile gespielt, ne? Ja. Ja, das war ja doch nicht also Fallout. Also drei New Vegas und 4, das waren die Fallout. Ja, das hatte doch nichts mit Fallout zu tun, dieses Online-Game. Nee. Das war nix. Dies war nix. Ich bin an unserer alten Base. Ich würde so gerne versuchen, die Dinger abzubauen jetzt, ne? Wir gehen hier fliegen auf den Sack. Ich habe jetzt mal meinen Rucksack wieder geholt. Ich muss gerade mal ein bisschen sammeln hier. Und jetzt sehe ich hier ganz viele Lehmvorkommen, die würde ich mal noch mitnehmen. Oh, das wäre nice, ja. Dann könnten wir vielleicht an der Base ein bisschen weiter bauen. Ich muss erstmal Lager aufräumen gleich. Dass die 4 Hits möchten für Lehm, finde ich schon ein bisschen frech. Oh, wow. Dass du da 4-mal davor hauen muss. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Ist schon ganz schön frech. Okay, das haben wir. Dann können wir jetzt anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. Ja, wir machen heute eine Aufräumfolge. Du wolltest doch so diese, weiß gar nicht, wie nennt sie sich denn, wo du halt die Sachen sortieren kannst, machen, ne? Ja, hab ich doch schon. Ja. Oh, hier ist eine Höhle unter Wasser, da guck ich mal rein. Vielleicht doch nicht. Wenn ich keine Fackel hab. Keine Sorge, auch wenn Schreder das alles schon erkundet, wir werden uns das natürlich alles auch nochmal gemeinsam angucken, aber ihr... Nein, also, ich geh nicht rein. So, also wer ein Let's Play mit Schreder sieht, in so einem Genre von Spiel und erwartet, dass Schreder nicht alles schon gesehen hat, bevor wir zusammen dahin kommen, der hat niemals Videos von uns gesehen. Ich gehe nicht rein. Ich halte mich zurück. Ich habe ja eine Aufgabe jetzt. Meine Aufgabe ist Lehm. Schon noch Lehm mitbringen. Lehm und nicht sterben. Und Leute, ich komme mittlerweile damit klar, weil er selber nicht aufnimmt. Ich weiß aber noch zu Atlas-Zeiten, dass Herr Schreder in Folgen, wo ich aufgenommen habe, erkundet hat und dann in Folgen, wo er aufgenommen hat, wir nicht wussten, was wir machen sollen. Das waren noch Zeiten. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Das denkst du dir gerade aus. Ja, ist nie passiert, ne? Nee. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. So, ich habe unser Lager mal wieder aufgeräumt. Sehr schön. Ist halt immer noch dreckig, aber aufgeräumt. Gut gemacht, Vlad. Oder? So, jetzt bin ich am Busch, tatsächlich. Was ich vielleicht ganz gerne noch machen würde, wäre... Meine Schaufel geht auch bald kaputt. Den Mushroom Garden würde ich ganz gerne noch basteln. 10, 20, 30, ich habe 39 Lehm. Reicht das? Nee. Habe ich Boiled Meat zufällig in der Tasche? Hast du zufällig Boiled Meat in der Tasche? Nee, das habe ich vorhin weggeschmissen. Ich hatte 2 Stück drin. Ja, ich auch. Dummerweise. Aber ich finde es auch nicht mehr, wo ich es hingeworfen habe, weil ich glaube, die Ameisen nehmen das mit, wenn das hier herumliegt. Naja, die fressen das. Das heißt, wir müssen mal ein Stück Fleisch, was wir haben, einfach spoilen lassen. Das heißt, das sollte morgen früh eigentlich soweit sein. Ich höre doch irgendwas. Was ist das nur? Was höre ich hier? Ich habe Gnattmietreimer dabei, aber das ist halt nicht spoilert. Das ist so ein Nasenkäfer. Hässlicher Nasenkäfer. Gut, dann würde ich sagen, den Nasenkäfer mache ich mal zu essen. Und das, was ich hier habe, wo ist es denn? Das Gnat. Das lasse ich kaputt gehen, damit wir daraus dann ein Mushroom-Dings machen können. Weil der soll mehrmals am Tag Pilze machen. Und das wäre ja ganz nice. Dann das klingt fett, ja. Würde ich nämlich tatsächlich doch auch noch einen zweiten Tropfenfänger machen. Haben wir denn noch genug Spinnennetze? Nee, da hatten wir, glaube ich, ganz wenig nur.
Aber ich Echt, haben wir so viele? 7 haben wir, ich weiß nur nicht. Ich muss mal gucken, wie viele wir davon brauchen. Du Collector. 5, ja, herrlich, geht doch. Was willst du mehr? Dann würde ich sagen, machen wir davon noch einen, damit der Schreder auch morgens was zu trinken hat. Toll. Oder? Also ich bin dafür. Ich bin doch voll nett. So einen netten Kerl wie mich hast du noch nicht kennengelernt. Gibt's doch so. Minispinner, komm mal her. 5. Also das mit dem Dings müssen sie definitiv überarbeiten. Das nervt mich. Also was ich schön fände, wäre, wenn ich eine Möglichkeit habe zu sehen, wie lange dauert es, bis mein Essen spoilt. Das wäre toll. Dann das komplette Dingssystem finde ich scheiße, dass du keine Stacks in die Kisten legen kannst, sondern das alles einzeln drüber legen musst. Das müssen sie definitiv auch überarbeiten. Ja. Das ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die sie überarbeiten müssen. Shit, jetzt kann ich hier keinen Dings packen, ne? Kein Mark. Ja, du bist der Mark-Übertreiber, Alter. Eine Art Kühlschrank wäre was Feines, aber das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das ja sogar schon. Und wir wissen es einfach nicht, weil wir wissen halt auch noch nicht, wie viel haben wir schon erkundet. Ne? Wie viel kriegen wir vielleicht noch, weil wir irgendeinen Gegner nicht getötet haben. Ja, dadurch, dass wir... Ich komme hier rein. Warte, wer kommt rein? Dadurch, dass wir das Spiel halt recht blind spielen, ja, wissen wir nicht, wie weit wir sind, ne? Das stimmt. Aber ich finde, das macht auch tatsächlich bei dem Spiel so einen gewissen Reiz aus. Weil, ich sag mal, bei Ark zum Beispiel hast du deine Übersicht, was du jedes Level lernen kannst. Und da tut sich auch nichts dran. Da kannst du reingucken und weißt ganz genau, okay, das kann ich jetzt machen, das kann ich gleich machen, das kann ich dann mit Level 60 machen oder was weiß ich nicht was. Na, du hast halt auch schon so einen Plan. Du weißt, was du machen musst. Genau. Ne? Was ist gut, welchen Dino zähmst du am schnellsten und bla. Und hier fände ich das aber doof, wenn man das so wüsste. Weil das einfach nicht vom Spiel so gewollt ist. Sondern das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du eben einen Gegner tötest, um zu gucken, hat der vielleicht irgendwas, wo ich ein neues Rezept draus machen kann. Das könnte Ark zwar auch machen, aber Ark hat halt eben dieses Level-System mit drin. Was mir hier aber auch tatsächlich ein bisschen fehlt. Also Charakter-Progress wäre auch eine schicke Sache. Du hast halt hier dieses komische, wie heißen die Dinger, diese Partyhüte da. Hab jetzt vergessen, wie die heißen, die du eintauschen kannst gegen neue Rezepte und so ein Kram. Ja. Das ist ja quasi das Level-System hier in dem Spiel. Ja. Aber das ist halt nicht so cool. Das stimmt. Mir liegt einfach mal ein riesen fetter Baum im Weg. Ich weiß nicht, wie ich vernünftig zu dir kommen soll. Spring. Genau. Ich wüsste sonst nicht, wie ich dir jetzt helfen könnte, wenn du nicht springen willst. Du musst springen. Quarz da. Auf jeden Fall finde ich ganz viele Termiten. Da unten. So, da haben wir den zweiten Wasserfänger. Und wenn jetzt hier mal Fleisch verderben würde, dann könnte ich auch dieses Mushroom-Ding schon bauen. Was ist? Da ist die Base. 50 cm entfernt. 150 cm. Für dich ist es wahrscheinlich ein Schritt, Junge. 150 cm? Lang... Ja. Ich mach keine 1,50 Meter Schritte, Junge. Was ist los mit dir? Ich dachte, du hast lange Beine, du machst es. Ja, bestimmt. Also ich kann bestimmt einen 1,50 Meter Schritt machen, aber dann sehe ich halt aus wie der letzte Horst, wenn ich so durch die Gegend laufen würde. Ich sortiere mal kurz hier ein bisschen. Das Trink. Wird schon wieder dunkel? Ja.
Wow. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist echt nice. Beste Tag-Nacht-Rhythmus EU West. So, kann ich jetzt hier Sachen reparieren? Genau. Repair. Dafür brauche ich Quartheiz. Das haben wir, glaube ich, bei uns in den Kisten, ne? Ja. Quarthitze. Wo ist die Base? Da lang. Ne, warte, das ist die alte Base. Da ist die neue. Stimmt, wir konnten die alte Base ja nie abreißen. Ja. Hi. Hallo. Ich hab's geschafft, ich bin wieder da. Guck mal, wir haben einen Basketballkorb. Ich habe nur noch keinen Basketball oder so gefunden, wo man mit das spielen kann. Da wirfst du Steine rein. Ja! Du hast vollkommen recht. Ja, das mit R, ne? Weiß ich nicht. Aber der wirft dich viel zu hart mit R. Alter! Was du denn? Das funktioniert. Yo! Musst du da rumwerfen. Oh, der kommt zurück. Hä? Slam Dunk! Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. So. Oh, der kommt. Slam Dunk! Oh, fuck. Puh. Alter. Ja, okay. Also Basketballkorb, muss ich sagen. Mist. Nee. Ja, ich habe jetzt ganz viel Lehm. Ich baue ja mal die Plattform. Ja, bau das mal einfach weiter da. Ich warte eigentlich immer noch drauf, dass mein Fleisch schlecht wird. Damit wir vielleicht mal endlich... So. Natural Spoil. Perfekt. Danke. So, ich brauche mal Quartize. Meal Prep. Mushroom. Construct. Was? Jetzt kam zurück. So, jetzt packe ich mal den Lehm, den ich so gefunden habe, einfach hier drin in die Kiste. Und was mich zum Beispiel auch interessieren würde, ist, gibt es eine Möglichkeit, ein Bett zu bauen oder muss ich immer in so einem Zelt schlafen, obwohl ich mir ein Haus bauen kann? Gute Frage. Vielleicht gibt es da auch noch irgendein Rezept, was wir von irgendeinem Käfer erlernen können oder sowas. Das meine ich so, ne? Wir wissen halt so vieles noch nicht, weil wir... Und dann kommt auch noch, wenn dann ja neue... Lass mal aufheben. Wenn dann ja neue Käfer dazu kommen, kommen ja auch wieder neue Items, die du dann wieder untersuchen kannst. Und dann kannst du ja vielleicht damit auch wieder was machen. Also ich bin auf jeden Fall aufs nächste Update gespannt. Mhm. Wahrscheinlich Leute, die das Spiel schon, weiß ich nicht, 200 Stunden gespielt haben, sagen so, ey Leute, ihr habt gerade mal vielleicht ein Viertel von dem entdeckt, was ihr eigentlich machen könnt und beschwert euch über mangelnden Content. Aber hey, so ist es halt. Hyper-Stamina. Wo waren die Schuhe, mit denen man richtig flitzen konnte? Ach, da oben. Affid-Slippers. Raw Affid-Meat und Might-Fass. Dann kriege ich die Quickness. Fiber Damage, kann man auch irgendwie. Ja. Seps. Naja. Kriegen wir die wenigstens mal los, Dinger. So. Möchtest du auch eine Augenbinde haben? Wofür? Für die Augenbinde, dass du mehr Schaden machst. Ah. Danke. Lass mal. Nerv mich mal bitte nicht mit solcher Scheiße, ja? Habe ich gar kein Verständnis für, dass du da kein Verständnis für hast, dass ich damit nicht genervt werden möchte. Okay. Werkbank hatten wir hier noch nicht, oder? Doch, klar, hier drin. Ah. Hast du ja auch gerade schon vorgestanden, aber okay. Du hast mir erzählt, dass irgendwas geht, weil man... Da hast du die Waffe angeguckt. Halt doch den Mund jetzt. Okay.
Mach mal lieber Feuer hier an. Ey, Standfackeln, das ist mega wichtig. Ich will Standfackeln haben. Das gibt's doch gar nicht, oder? Also, das wird's hundertprozentig irgendwie geben. Es fehlt bestimmt noch irgendein Scheiß, den wir investigaten können. Du kannst mir auch nicht erzählen, dass wir schon alles erforscht haben an Sachen, die man herstellen kann. Das glaube ich einfach nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal. Guck mal, Traps. Seit wann können wir denn Traps machen? Guck mal, es gibt eine Lure-Trap. Das ist wie so eine Blüte, damit kannst du Insekten anlocken und dann kannst du die wahrscheinlich einfach töten. Wahrscheinlich sind die mit S beschäftigt. Plant Lamp! Hier ist sie doch. Plant Lamp Game? Simple Wall Mounted Torch. Ja, sind wir denn doof, Alter? Wahrscheinlich können wir das schon die ganze Zeit. Und sind einfach nur zu dumm. Und wissen es nur nicht. Ja, sind einfach nur zu dumm. Dry Grass und Dings. Warte mal, davon müssen wir da sofort mal was machen. Und Saps. Wen höre ich da rumkrabbeln? Mich? Eine. Ne, eine Maid. Ey, irgendwo ist hier ein Spot, wo ich die da. Haha! Da gucken wir mal. Okay, es wird jetzt auch Nacht. Ja, ja. Ich komm dann mal wieder. Ja, ist kaum noch zu übersehen. Erzählt er mir irgendwas von Uhr beim Sitzen? Muss ich das jetzt jeden Abend anmachen? Kann der das nicht automatisch? Geht das auch wieder aus? Weiß ich nicht. Sprig, Sap und. So, guck mal! Hatte ich hier nicht auch eine stehen? Vielleicht nicht. So. Nee, warte, lass uns mal eben bitte kurz noch einmal hier wenigstens ein Dings fertig machen, damit wir morgen vielleicht schon die ersten Mushrooms haben. Und ich glaube, ich habe sogar genug Stuff für noch ein. What? Okay. Bevor wir jetzt schlafen gehen. Ich glaube, ich habe noch mal schlechtes altes Fleisch hier. Altes, schlechtes Fleisch. Wir brauchen die Blätter eh für die Bude. Wow, das ist jetzt einfach hier auf den Stapel gefallen. Oh, du hast hier schon alles fertig hier mit Lehm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich hab trotzdem noch viel zu viel. Oh. Ja, dann bau einfach weiter Fundamente. Nach hinten oder nach links oder nach rechts oder so. Häuschen wird ja ein bisschen größer als das, was wir hier gebaut haben. Denke ich, auf Dauer. Bist du doof? Ach, mit G, Leute. Ja, aber nicht da rein. Das ist nicht? Für die. Ja, guck doch mal. Ach, die sind hier vorne. Bist Leute. Du dumm, Junge? Guck doch mal hin. Okay, wir haben für Licht gesorgt, wir haben für Wasser gesorgt. Achso, nee, ich wollte eben das hier noch fertig machen. Das machen wir jetzt in der Folge noch. In der. Deswegen hast du mich doch hier zum Bett zurückgeschrien. Ja, richtig. Ich wollte aber gerade sagen, wir haben 30 Minuten rum, deswegen, aber wir haben ja auch bei einer Minute erst angefangen aufzunehmen, deswegen geht noch klar. Base Building, nein, Meal Prep, Mushroom. Ich brauche Waffenfiber. Da, und woraus macht man den Scheiß nochmal? Hier. Daraus, ne? Wir brauchen Plant Fiber ganz viel. Ich hab nix mehr. Plant Fiber. Hab ich noch 18. Und in der Kiste müsste auch ganz viel sein. Nö, so gut. Hab ich gerade alles rausgeholt. Okay, ich hab nochmal 18 reingepackt. So, dann jetzt noch 6 Weedstem, dann haben wir zumindest einen fertig, weißt du?
Na, mal gucken, ob das was wird. Ja, ich bin auch gespannt. Ups. Oh, da fehlt ja noch einer. So. Haben wir das? Was brauchen wir hier noch? Ja, kein. Mein Fleisch ist noch nicht spoilt. Ach, dann leck mich doch an die Füße. Was ich aber auf jeden Fall jetzt mal tun werde, ist eben schnell das hier machen. Und dann können wir auch um noch schlafen gehen und die Folge auch beenden. Okay. Gut, dann tschüss, ne? Abo, Like, ihr wisst, wie das funktioniert. Tschüssi.